Heute wieder in Wittgensdorf. Heute ist Sonntag, der 5.7.2020. Ich möchte heute darauf hinweisen, auf eine Sache, die nicht vorwärts geht. Es handelt sich hierbei um zwei Kanaldeckel, einmal Oberflächenwasser, einmal Abwasser, die sich im Laufe der Jahre gesetzt haben. Und wie viel, das zeige ich euch dann. Und viele Fraktionen haben das schon schriftlich eingereicht, der Ortschaftsrat hat es schon eingereicht und es ist nichts passiert. Und das möchte ich heute euch mal dokumentieren und hoffe, dass es auf diesem Wege auf jeden Fall Gehör findet und die Nebensache eigentlich, dass die Straßenaufsichtsbehörde könnte eigentlich froh sein, wenn dann solche Sachen weitergetragen werden und es dient der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Und dann ist auf jeden Fall auch jedem geholfen. Und um was es geht, werde ich euch jetzt in Kürze zeigen. Und ja. So, also das Corpus Delicti befindet sich hier zwischen Rathaus und Nettomarkt und befindet sich hier auf dieser Straße. Es betrifft diese zwei Kanaldeckel. Ich weiß es jetzt nicht, wer jetzt Oberflächenwasser beinhaltet und wer Abwasser. Keine Ahnung. Aber im Prinzip, jetzt zeige ich euch das einmal. Ein Höhenunterschied von 64 mm. Also ich zeige es nochmal, ist ein bisschen gefährlich hier, nicht, dass ich überfahren wäre. Und hier haben wir im Prinzip 48 mm. So, also wie gesagt, auf der Seite ist es nicht so viel, hat sich der Kanaldeckel nicht so viel gesetzt wie auf der anderen Seite. Wahnsinn, was hier abgeht. Letztens hatte ich mich unterhalten hier mit ein paar Leuten hier und da ist ein Motorradfahrer hier drüber gefahren und natürlich Schrecksekunde und bei dieser Schrecksekunde ist hier vorne eine Ampel angebracht und da kann es durchaus sein, wenn diese Ampel auf Rot zählt oder zeigt und die Leute noch geschockt sind von dieser Unebenheit hier auf dieser Straße, kann es sein, dass die hier auf jeden Fall, wenn die Fußgänger grün haben, dies übersehen. Also wie gesagt, Gefahr in Verzug. Hier diese zwei Kanaldeckel, sagenhaft, der eine hat sich auf der einen Seite schon über 60 mm gesetzt und dort über 40. Ich hatte es vorhin genau gesagt und angezeigt per Zollstock und das ist Wahnsinn, das geht schon Jahre im Prinzip und es tut sich nichts und rein theoretisch, das Straßenamt müsste ja rein theoretisch froh sein, wenn dann solche Sachen mal an die Leute getragen werden. Was ich gehört habe, im Prinzip, dass ich hier nicht so richtig die Zuständigkeit finden soll, weil das eben zwei verschiedene sind, einmal Abwasser und einmal Oberflächenwasser, sollte eigentlich den normalen Bürger egal sein. Entscheidend ist, dass dieses Sicherheitsmango beseitigt wird und das so schnell wie möglich, denke ich mal. Und wie gesagt, ich kenne das Problem schon über ein Jahr und es hat sich nichts getan. Die Stadtoberhäupter, die sind lieber dafür zu begeistern, normale Leute, Spaziergänger abzuzocken und zu denunzieren, wie auf solche Sachen mal Obacht zu geben, beziehungsweise der Sache nachzugeben, nachzugehen und hier etwas zu machen in puncto Ordnung und Sicherheit. So, also das waren die letzten Sachen jetzt von Wittgensdorf ist eingemeindet und ist ein Stadtteil von Chemnitz. So nochmal ein schönes Bild vom Rathaus und dahinter die Freiwillige Feuerwehr. Ja, also macht's schön gut und ich versuche immer ein paar Sachen mit aufzugreifen.
Und in Richtung Sicherheit und Ordnung, ich denke, dass es ein guter Punkt ist, mal über so eine Sache ein Video im Prinzip diese Mangos ein bisschen darzustellen, in der Hoffnung, dass sich doch etwas ändert. Also möchte mich auf diesem Weg verabschieden, wünsche noch allen einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die Woche. Tschüss!